Zuvor wollen wir uns jedoch ansehen, was das neu überarbeitete Regierungsprogramm für jeden Einzelnen von uns bedeutet, wenn zum Beispiel darin mehr Sicherheit versprochen wird. Ist der Preis dafür Massenüberwachung, wie Kritiker befürchten? Denn künftig soll es ja nicht nur Fußfesseln für sogenannte Terrorgefährder geben, sondern gleich eine ganze Reihe an Überwachungsmaßnahmen, die uns alle betreffen, zum Beispiel auch die Erfassung aller Autokennzeichen. Was bedeutet das also in der Praxis? Und noch einen Aspekt sehen sich für uns gleich Martin Busch, Martina Schmidt und Sophie Hausberger an, nämlich bringen die Pläne der Regierung auch tatsächlich mehr Jobs? Für Österreich, jetzt aber wirklich. Die Bundesregierung will neu durchstarten. 35 Seiten. Das rot-schwarze Arbeitsprogramm für die nächsten 1,5 Jahre. Mehr Beschäftigung, weniger Arbeitslose, weniger Steuern. Dazu mehr Sicherheit, mehr Überwachung, weniger Migration und mehr Investitionen. Versprochen wird viel, für jeden etwas. Nun, ich glaube, es ist ein ambitioniertes, aber auch ein kräftiges Programm für mehr Beschäftigung in diesem Land. Ich freue mich darüber. Das ist so ein Update eines Ehevertrags, würde ich sagen, wo man gemerkt hat, dass der alte Ehevertrag nicht konkret genug war. Und in gewissen Bereichen ist man sehr konkret geworden und sehr gut. In anderen Bereichen ist es etwas oberflächlich geblieben und es sind einzelne Maßnahmen, die jetzt nicht in ein konsistentes Gesamtkonzept passen, das man eigentlich für so etwas gerne hätte. Das auf Burka-Verbot zu verkürzen, halte ich für absolut unzulässig. Es geht um alle religiösen, weltanschaulichen Symbole, die aus Sicht der Richtervereinigung in Gerichtssälen nichts verloren haben. Das ist auf jeden Fall ein großer Schritt in Richtung Überwachungsstaat, der aus unserer Sicht Österreich auch nicht sicherer machen wird. Das Einzige, was hier gesichert ist, ist, dass es mehr Überwachung geben wird und weniger Privatsphäre. Man sieht das überall. Da werden Dinge gemacht, von denen viele wissen und sehenden Auges in Kauf nehmen. Das ist rechtswidrig. Das geht nicht. Das wird trotzdem gemacht und es ist wirksam. Und überzogen und nicht gerechtfertigt. Gestern Abend vor dem Bundeskanzleramt. Überwachungsgegner demonstrieren trotz eisiger Kälte gegen das Sicherheitspaket der Regierung. Vor allem gegen den massiven Ausbau der Videoüberwachung. Eine Gefährdungslage reicht aus. Der Staatsanwalt kann dann die Herausgabe des Videomaterials anordnen. Es ist meiner Meinung nach ein Angriff auf alle Bürger und ein Angriff auf die Freiheit. Meiner Meinung nach soll immer konkrete Begründung da sein, dass man jemanden überwacht und nicht einfach mal alles speichern, damit man dann später mal vielleicht auf irgendwas zugreifen kann. Sicherheit und Integration. Der Innenminister wünscht, er bekommt. Videoüberwachung und Kennzeichenerfassung. Sobotka möchte Zugriff auf alle Überwachungssysteme, sei es von den ÖBB oder der ASFINAG. Wer die Aufrüstung der Kameras bezahlen soll, ist offen. Entdeckt etwa eine Kamera der ASFINAG ein gesuchtes Auto, wird die Polizei automatisch alarmiert. Für die Bürgerrechtsbewegung Epicenter Works klar verfassungswidrig. Also ich glaube, die größte Gefahr geht auf jeden Fall von dieser lückenlosen Videoüberwachung aus, weil hier haben wir eine Vernetzung von sehr vielen Kameras im öffentlichen Raum, die auch noch dazu Echtzeitbilder beinhalten soll. Und das bedeutet, dass der Innenminister mehr oder weniger durch jede Kamera, die uns im Alltag, auf unserem Arbeitsweg, auf unserem Schulweg begegnet, zuschauen kann bei allem, was wir tun. Und das ist ein Level an Vernetzung und Eingriff in den öffentlichen Raum, das wir so in Österreich eigentlich noch nie hatten. Unter dem Kapitel Zukunft der Arbeit finden sich Details zu Lohnnebenkosten oder auch zur kalten Progression. Für Martin Kocher ist es nicht ganz der große Wurf, aber er habe Potenzial. Wer Jobs schafft, dem werden 3 Jahre lang die Hälfte der Lohnnebenkosten erstattet. Dafür wird der Kündigungsschutz älterer, neu eingestellter Arbeitnehmer gelockert. Wer profitiert letztendlich? Also es gibt einige Gruppen, die klar gewinnen, im Forschungsbildungsbereich nicht Kinder, Jugendliche und auch die älteren Arbeitnehmer. Da wurde einiges gemacht oder einiges geplant. Da hängt es wieder von der Umsetzung ab, aber ich glaube, die über 50-Jährigen können sich freuen. Da war es auch notwendig, was zu tun, weil es gab eine steigende Arbeitslosigkeit in dem Bereich die letzten Jahre. Die Wirtschaft soll wachsen und Beschäftigung schaffen. 70.000 Arbeitsplätze mehr, nicht nur auf Baustellen, sollen entstehen. Gleichzeitig will die Regierung den Zuzug auf den österreichischen Arbeitsmarkt drosseln. Ein Problem, das allerdings nur auf EU-Ebene zu lösen ist. Auch das leidige Thema Einkommensverluste durch die kalte Progression soll angegangen werden.
Es wurde auch so gestrickt, dass die Niedrigverdiener stärker profitieren als diejenigen, die höher verdienen, die mehr verdienen. Natürlich gibt es immer eine Anzahl von Leuten, die überhaupt keine Steuern zahlen, die profitieren davon nicht. Aber alle, die Steuern zahlen, profitieren davon, weil eben die untersten Steuerstufen an die Inflation angepasst werden. Allerdings wirkt das wahrscheinlich erst 2021, so wie es festgeschrieben ist. 2019 startet das Paket und dann wartet man, bis 5% kumulierte Inflation erreicht wird. Das heißt, es ist eine Maßnahme, die, wenn das genauso umgesetzt wird, wie es drinnen steht, sehr, sehr stark in die Zukunft verschoben wurde. Bis der Ausgleich zur kalten Progression tatsächlich als Bargeld bei den Menschen landet, wird es also noch 4 Jahre dauern. Beschäftigungsaktion 20.000. Für ältere Arbeitslose ist es besonders schwierig, in den Arbeitsmarkt zurückzufinden. Die Arbeitslosenzahlen bei Menschen 50 plus steigen ständig an. Dem will die Regierung nun entgegenwirken mit einem speziellen Programm für gemeinnützige Arbeitsplätze in Gemeinden oder sozialen Einrichtungen. Dem AMS werden dafür zusätzlich 200 Millionen Euro zur Verfügung gestellt. Das kann sein als Beispiel eine Parkbetreuung auf einem Spielplatz, damit dort, ich sage jetzt möglicherweise, kein Kind von der Schaukel fällt oder halt auch keine Gefahren sind oder die Kinder besser, ich sage jetzt, unterstützt werden. Das kann aber auch sein, etwa im Heimhilfebereich eben älteren Menschen in der Gemeinde zu helfen bei ihren Einkaufen, bei Benötigungen des täglichen Bedarfs, jetzt ohne wirkliche Pflegeleistungen und so weiter. Diese Jobs muss man lokal aufstellen, da braucht es auch Kreativität. Ich sage jetzt der Bürgermeisterinnen und Bürgermeister, was haben wir denn, was gut wäre, aber es noch nicht gibt, weil es soll im Idealfall keine anderen Jobs verdrängen. 20.000 ist eine große Zahl. Ich sage es jetzt sehr lob, hier wird geklotzt und nicht gekleckert. Das ist ein großes Programm, ein ambitioniertes Vorhaben. Es wird gar nicht einfach sein, in relativ kurzer Zeit so viele Jobs aufzubauen. Aber es ist natürlich ein Programm, das vielen Menschen wieder eine neue Hoffnung und Arbeit geben kann. Integration heißt für die Regierung auch, die Vollverschleierung in der Öffentlichkeit zu verbieten. Bei der Polizei und bei Gericht soll es künftig keine Kopftücher geben. Religiöse Symbole aller Art haben im Wiener Landesgericht schon seit Jahren keinen Platz mehr. Nur der Bundesadler darf bleiben. Früher standen das schmiedeeiserne Kreuz und 2 Kerzen hier an dieser Stelle, also wieder mittig vor dem Vorsitzenden. Und die wurden eben als sogenannte Schwurgarnitur bei der Vereidigung herangezogen. Da wurden dann die beiden Kerzen angezündet und dann standen eben Kreuz und 2 Kerzen, die ziemlich schwer waren, hier. Die Regierung hat das Wort Kopftuch nicht extra erwähnt, verlangt lieber die weltanschauliche und religiöse Neutralität. Das Kopftuch zu verbieten und Kreuze zu lassen, ist für die Richter in Wien keine Lösung. Ich glaube, dass man sich darauf beschränken kann, wie es eben auch in diesem Arbeitspapier drinnen steht, dass die weltanschauliche Neutralität und Äquidistanz, also der gleiche Abstand zu allen Weltanschauungen, glaubwürdig präsentiert werden muss. Das heißt, es muss auf Attribute weltanschaulicher Art im Gerichtssaal verzichtet werden. Also mir ist derzeit nichts bekannt von Richterinnen oder Staatsanwältinnen in unserem Haus, die das zur Schau tragen würden, ist mir gar nichts bekannt. Das heißt, es gibt keine Kopftuchträgerin bei Ihnen? Nein, aber es werden auch sonstige religiöse Symbole nach meiner Wahrnehmung nicht im Gerichtssaal getragen. Sicherheit und Integration heißt für SPÖ und ÖVP auch Fußfesseln für mögliche terroristische Gefährder, Wertkartenhandys nur mehr gegen Ausweis und die Speicherung von Telekommunikationsdaten. Quasi die Wiedereinführung der Vorratsdatenspeicherung. Künftig aber nur im konkreten Verdachtsfall. Mithören will der Staat auch bei allen Gesprächen im Auto sowie Zugriff auf Computer und Smartphones haben. Möglich macht dies der sogenannte Bundestrojaner, der unbemerkt von außen auf die Handys gespielt werden kann. Das funktioniert grob so, dass diese staatliche Spionagesoftware mittels Sicherheitslücken, die man eigentlich nur auf dem Schwarzmarkt für teures Geld kaufen kann, sich auf dem Computersystem der Zielperson einnistet, also auf dem Smartphone, auf dem Laptop, und dort die Kommunikation noch vor der eigentlichen Verschlüsselung abfängt und an staatliche Stellen zurücksendet. Damit haben wir eine Umkehr der staatlichen Doktrin. Im Moment ist der Staat dafür da, uns alle sicherer zu machen. Sobald der Staat sich solche Sicherheitslücken beschafft, hat er natürlich ein Interesse, dass diese weiterhin ungeschützt bleiben, weil das ist der Weg, um überhaupt in die Geräte der Zielperson zu kommen. Die Idee des Bundestrojaners ist nicht neu.
Der Traum aller Fahnder ist aber erst im vergangenen Jahr nach heftiger Kritik daran zerplatzt. Also hier wurde mehr oder weniger genau dasselbe nochmal vorgeschlagen, was schon 2016 aufgrund von massiver Kritik zurückgenommen wurde. Und deswegen stellt sich die Frage, was ist die Sinnhaftigkeit? Also will man hier nur wieder mit Anlauf und mit mehr Druck dasselbe nochmal durchboxen oder hat man gelernt? Videoüberwachung, Spionagesoftware, Fußfesseln für Gefährder oder die Vollverschleierung. Eine heikle Gratwanderung zwischen Populismus und Verfassungsbruch. Diese Risiken sind politisch gesehen verhältnismäßig klein. Denn wenn das jetzt alles umgesetzt wird, dann ist durchaus damit zu rechnen, dass das einen politischen Mehrwert bringen kann. Bis das dann einmal im Detail vielleicht anhand einzelner Fragestellungen und Sachverhalte höchstgerichtlich geklärt wird, ist sicher diese Regierung nicht mehr im Amt.